Hallo und willkommen zurück zu King of Retail. Wir haben eine neue Mitarbeiterin. Hier ist sie, die Friederike. Die kommt heute das erste Mal kassieren. Unsere Werbung sollte auslaufen. Ich will auch gar nicht lange schnacken. Heute werde ich nicht an der Kasse sein, sondern im Lager. Und mein Ziel ist es heute irgendwie, das Lager nochmal zu erweitern, dass ich mehr Bestand da haben kann, bevor wir denn hier unser Geschäft erweitern werden. Ne? Es dauert alles. Friederike ist auch unterwegs. Soll da hinten schon die Friederike kommen? Nein. Gut, Herbert. Da kommt Friederike. Moin, Herbert. Kartons werden immer schwerer, wa? Tja, liegt ja dran, ich verdiene ja auch gut, ne? Mein Geschäft, das wächst so langsam, ja. Keiner hatte gedacht, dass ich so ein gutes Geschäft hier habe. Aber jetzt, oh, guck mal, die Gitterbox, die wird schon fast voll. Mal direkt auspacken. Und dann muss ich die Friederike begrüßen. Ja, komm, das machen wir jetzt sofort. Das kann ja nicht, dass das Mädchen allein ist. Moin, Friederike. Ich bin dein Chef. Du kennst mich ja noch von gestern, ne? Ja. Ich wünsche dir einen angenehmen Arbeitstag. Wenn du Fragen hast oder so, frag nach. Ne? Ich bin auf jeden Fall hier und ich lasse dich mal machen. Ich habe größtes Vertrauen in dir selbst und ja, ich wünsche dir viel Spaß. So, dann gucken wir uns mal an, was die kann denn so. Ne? Wir wollten ja jetzt weiter auspacken. Jetzt haben wir sie begrüßt. Komm, schnell eben auspacken noch. Lager ist voll, okay. So, hier können wir aber den neuen Schuh zumindest schon mal reinstellen. Werden wir den hier schon mal reinsetzen? Hey, have a minute? Nein, es ist heute keiner da. Tut mir leid. Keiner hat heute Zeit. Friederike, lass dich nicht beirren. Das ist meine Taktik, die Kunden zu ignorieren, damit wir hier schnell voranschreiten können. So, schnell alles auffüllen hier. Wo habe ich gar keine T-Shirts bestellt? Doch eigentlich schon, ne? Hey, a little help. Ich müsste T-Shirts bestellt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wieder rausholen ein paar. Hey, can you help me? Nein, im Moment nicht. Ist keiner da. Wir sind unfreundlicher Laden. Die Dings haben sich krank gemeldet. Tut mir leid, die Leute. Kann ich immer noch nicht. Hey, got a second? Nein, im Moment nicht. Sorry. So, komm, auffüllen hier. Immer noch nichts aufbauen, das gibt's doch gar nicht. Was war das? Die hat sich vertan, ey. Wenn die weiter solche Fehler macht, dann muss ich aber mal den mahnenden Dingens rausholen. Ja, ne? Das geht ja mal gar nicht. 66 Euro hat die uns jetzt gekostet. Hey, have a minute? Ja, die ist überfordert, ne? Lager ist schon wieder voll. Komm, wir kaufen jetzt noch ein Ding. Aber nochmal 20 Einheiten, ne? Krieg ich das dahin? Ja, krieg ich natürlich nicht dahin. Das ist natürlich kacke. Das ist eine bittere Pille hier. Kriege ich sogar ein Schild, da muss ich erst das Ladenlokal für vergrößern. Schittermann. Ja, dann sollten die mal ein paar Schuhe hier wegkaufen, damit ich ein paar Schuhe hier reinbauen kann. Hey, have a minute? Hey. Hey, have a minute? Nee, es ist heute keiner im Verkauf. Tut mir leid. Die werden jetzt alle sauer nach Hause gehen. Aber da kann ich nichts dran machen. Lager schon wieder voll, Mann. Shit, da.
Aber hier die neuen Schuhe sind schon gut gegangen. Ey, wie viel mal vertut die sich da noch? Ja, ich kann nicht weiter ausräumen, weil ich habe jetzt hier alles hängen. Und ich kriege mein Lager nicht leer. So. Also das gibt denn dann doch ein Problem morgen mit der ganzen Bestellerei, die wir hier gemacht haben. Hier ist wieder einer, den wir... Hey, have a minute? Nee, gerade nicht. Tut mir leid. Da muss ich mir aber was einfallen lassen. Das ist kacke. Ihr seht, ich kriege meine Ware nicht untergebracht. Unerwartete Probleme hier. Und der nochmal hier. Kann ich hier nicht noch was anhängen? Nein. Die werden jetzt alle beleidigt abhauen, aber ich kann nichts dran machen. Ich kriege noch nicht mal mein Lager leer. Ihr seht es. Hey, a little help. Ich würde ja gerne die scheiß Schuhe da haben, Mann. Aber ich krieg die Schuhe hier schon los. Ja, aber die Leute kaufen doch, dann muss doch hier irgendwie was zum Restocken sein, oder? So. Komm, T-Shirts. Auch nicht. Hose, auch nicht. Auch nichts mehr. Oh Mann. Müssen sie jetzt hier sein, wo ich bin? So, und jetzt geht jetzt gleich auch noch eine Pause und ich habe die Schuhe immer noch nicht raus. Das ist blöd mit den Dingens. Also das muss ich echt ändern. Haben wir die Schuhe jetzt? Jetzt haben wir die Schuhe zumindest. Frederike geht in die Pause. Okay, dann mache ich jetzt die Kasse weiter. Ja, ich bin alleine. Ich bin alleine, hallo. Tut mir leid, ich bin alleine. Und die hat verdammt viele Fehler gemacht. Ah, die gehen jetzt alle, hauen die zwar ab, weil die unzufrieden sind, aber ich kann nichts daran ändern. Oh, die hat viel gekauft, die Frau. Dankeschön. Hier die neuen Schuhe, die gingen natürlich richtig gut jetzt. Und auch hinten die Schuhe sind wieder alle leer. Aber unser Lager, da müssen wir auf jeden Fall, wir müssen... In der nächsten Folge bauen wir an. Wir bauen unser Lager aus, dass wir da zumindest noch mal eine Palette hinbekommen. Guten Tag. Aber wir sind so gut wie immer ausverkauft, ne? Guten Tag. Guten Tag. Ja, komm, Frederik, du kannst hier kassieren. Ich muss weiter einräumen. So, zack, Fußballschuhe einladen. Hosen neu. Hey, got a second? Nee, im Moment nicht, tut mir leid, ist kein Verkäufer da. Ich kann nicht, als wir mich acht teilen, ja? Hey, a little help? Hat sie sich schon wieder um 27 Euro verteilt? Alter, und nochmal 48 Euro. Will die mich verarschen? Ich hab die immer noch nicht alle leer hier, ne? Jetzt hab ich die leer, die Kiste. Kann ich hier noch was hinhängen? Hier kann ich. Trikots wieder auffüllen. Excuse me. Hier Trikots auffüllen. Habe ich keine mehr. Immer mal gucken, was man so... Hat die schon wieder sich vertan? Ah, die muss ich nachher zu einer Besprechung bitten. Das geht so nicht. Die kostet mir ja richtig viel Geld, die Frau.
Und da will die fast so viel Geld haben. Das funktioniert nicht. So, bis auf ein paar Trikots haben wir fast alles da. Und wieder 48 Euro minus. Kommst du mit dem Kassensystem nicht klar? Also ich guck mal, was will der? Vielleicht kann ich dem überzeugen. Ja, ich würde da doch nur Trikot nehmen. Hey. Schon wieder? Also, nee. Thanks. Wie viel Geld die mich kostet hier, ne? Aber die gelben Schuhe, die gehen hier wie der Renner, du. Hey, a little help. Wieder 48. Mann, Mann, Mann. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich kaufe jetzt das große Lager. Sonst stehe ich morgen wieder da und kann nichts machen. Dazu müsste ich den Müll aber verkaufen. Ne? Kann ich den nicht irgendwie verschieben? Ja? So, und jetzt das große Lager kaufen. 180 Einheiten. Ist ja das, was jeder möchte hier. Warum? Warum passt das nicht? Damn it. Kriege ich das denn hier irgendwie? Warte mal, wenn ich das hier verschiebe. Wir müssen jetzt tricksen hier irgendwie. Schon wieder hat die sich vertan. Ne, das passt alles nicht. Das kriege ich alles nicht hin. Dann muss ich den Laden erst ausverkaufen. Dann darf ich heute nichts verkaufen mehr. Die gelben Schuhe sind weg. Und wieder 48. Weil die hat mich richtig Geld gekostet. Richtig Geld. Ich werde anbauen. Ich werde hier ein Dings zumieten. Ich wüsste sonst nicht, wie ich das schaffen soll. Das sind jetzt 240, ne? Die brauche ich auch. Ne, ich muss anbauen. Ja, Friederike, das war jetzt nicht so ein erfreulicher Tag für dich heute, ne? Und für mich auch nicht. Da werden wir aber ein Personalgespräch führen, drüber nochmal. Was soll ich mit einer Kassiererin, die sich bei jedem zweiten Mal irgendwie vertut? Aber ich werde die morgen trotzdem noch mal kommen lassen. Morgen kriegt die noch mal die Chance. Aber ich werde keine Ware. Und guck mal, was die uns kostet. Ne? Der Lennart kostet uns nicht so viel und macht weniger Fehler. So, das war jetzt kein erfolgreicher Tag für uns. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der war jetzt nicht so klasse. So, Kunden. Steht das hier irgendwo, wie oft die sich vertippt hat? Auch nee, ne? Die hat auch noch keinen Punkt dazu bekommen. Also die muss ich morgen nochmal und die beiden lasse ich nochmal frei. Oder den gebe ich frei. Pass mal auf, die haben morgen freien Tag und freien Tag. Dann lasse ich die morgen nochmal kommen und kassieren. Ich werde aber keine Ware bestellen, weil ich möchte Ausverkauf machen. Oder wisst ihr was? Pass mal auf, guck mal hier. Wir gönnen uns jetzt mal was. Ran hier. Wir werden das Lager vergrößern. Das hat ja keinen Zweck. Das Lager wird um einen vergrößert. Wir drehen das einmal. Zack. So, das heißt, ich kriege da eine Einheit mehr hin. Die beiden lasse ich nämlich stehen. Und kloppt denn das Große dahin. Das mache ich morgen. Dann kann ich eigentlich auch bestellen. Pass auf, dann bestellen wir.
Und zwischendurch, das ist jetzt die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Wartet mal, wenn ich jetzt auf Mindest... Dammit, hier, so auf Mindestlager gehe, wo ich 129 Artikel kriege, ich morgen bezahle 12.000. Das große Lager kostet 25.000. Ja doch, ich muss ja Artikel da haben. Komm, ich bestell das. Ich bestell das und dann schauen wir mal. 16.000, 10.000 müsste die Friederike morgen umsetzen. Ja, die kostet uns aber auch 10.000. Ne? Aber das müssen wir morgen in der nächsten Folge gucken. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende. Ich muss mir da Gedanken machen, wie ich das am besten manage. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.